So, Freunde, und es geht weiter im nächsten Part. Bist du noch so? Yes, bin ich. War vielleicht ein komischer Cut im Gegensatz also zum letzten Part. Aber ich wollte das nicht allzu lang halten und es geht quasi genau nach dem Kampf weiter gegen die Venoms. Wer ist das? Eine Dame in Nöten. Nein. Wer ist das? Sanji tickt aus. Der tickt richtig aus. Aber wer ist das? Wenn es unsere Lady Bo Hancock ist. Oh mein Gott, ich bin ready to go, man. I'm ready! Aber ich weiß jetzt legit nicht, wer das sein soll. Schauen wir einfach mal. Wer könnte das sein? Ach so, lol, die kenne ich ja gar nicht. Das ist einfach irgendeine random. Ah, die hat das Buch! Das Buch! Sie hat das Buch! Der tickt komplett. Strahlung ist mit Smoking. Oh, der eskaliert komplett. Ja, Ikuzo. Luffy. Diese Venoms, die treiben die ganze Zeit ihr Unwesen. Ich weiß einfach nicht, was sind das überhaupt für Wesen. Kommen wir auch mal ein bisschen weiter mit der Story. Ich will kämpfen gegen Kane oder Galena und nicht gegen diese Venoms. Ich weiß nicht, was ich machen soll während diesen Ladezeiten. Deswegen singe ich einfach mal drauf los, das ist ein Free. Style, wir sind bei 99% und es geht dem und auch nicht weiter. Wann geht's los? Jetzt. Komm ran. Wie hat er das geblockt, ne? Orrele! Orra, 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 orra! Ich werde warm, Freunde. Kang 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 kachi da se kum kum kum. Oh mein Gott, ist der Ultra Instinkt. Na 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 na. Sanji! Deine Fresse, ne? Bam! Ruffy haben die richtig geil gemacht. Willst du noch einen, ne? BAM! Was? 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 Muskische Donuts. Wuhu! Falsche Richtung. Alter, wenn ich jetzt noch verliere, dann heul ich. Bait. Sei! Donuts. Ich hab das die ganze Zeit seit ein paar Tagen wegen Katakuri, wo der so getickt ist. Oh, ich will nicht spoilern. Stimmt, stimmt, stimmt. Ah, sorry. Falls jemand Anime oder Manga nicht gesehen hat. Aber Katakuri ist cool. Danke, ciao. Naja. Danke schön. Ciao, schön. これじゃあキリがねえ。ルフィ、ここは一旦引くぞ。失礼、マドマゼル。レイリー。あいつ、サンジ、何するあ。サンジ、でエスカレート、komplett einfach、was geht。Der packt die einfach und ciao. Einfach V-Clown. Oh je, Mini. Sanji, wir sind 2019, weißt du, hoffentlich schon. Da darf man sowas nicht machen, einfach mal so. Man muss seine Pirateneigenschaften ablegen, mein Freund. You need to respect the woman. Aber, you need to respect the Ladezeit. Was machen die? Alter, wie das aussieht.
Lass sie doch wenigstens aufstehen, Mann. Wieso liegt die da? Was macht die da, Alter? Wie spät? おい、どうしたんだ?まさか、ベノムズの指揮官が持ってた黒い本だって言うんじゃねえよな。そいつは。え?そうなのか?いや、まだわからん。だから念のためだ。調べた方がいいだろう。わかったよ。このレディーが目覚めたら教えてくれ。 Und was ist mit mir, du Penner? Keiner weiß, Mann. Ich bin einfach nur so da, habe ich das Gefühl. Niemanden juckt, ob ich Hunger habe. Niemanden juckt, was gerade abgeht. Ich sterbe nur so sexy hier da und hoffe drauf, dass irgendeine Dame vorbeikommt in meinen goldenen Lackschuhen. Keiner weiß. Naja, wir machen einfach mal dezent weiter. Oh, okay, was geht denn jetzt ab? Das ist eine neue Mission. Schau mal. Oh mein Gott. Das ist sicherlich, müssen wir sicherlich wieder. Oh, Alice. Mua, amore. Jetzt müssen wir bestimmt wieder ein paar Gegner oder ein paar befreien, schätze ich mal. Ah, doch nicht. Besiege die Venice, San Francisco, Paris. Oh, Girac, mon ami, 63. Ça va bien. Aujourd'hui, je jouais Jam First. Et je pense que le jouet est très bien. Et mon ami. Et ça, c'est. Ça, 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 ça. Genau, das will ich sehen. Nehmen wir noch mit. Ah ja, den Cilianer, let's go. Gebietsachse, triffst du dann immer mit schweren Schmettern oder Schmettern mit voller Kraft, wenn dein Erwachen als er bei 5% drüber liegt. Oh, genau das. Okay. Dann tun wir quasi aus dem Gebiet rausschmettern. Okay. Jetzt müssen wir Venoms besiegen. Das sind so für mich so wieder so Nebenquests. Es sei denn, es geht irgendwie mit der Story weiter. Wäre cool. Also dieser Kane soll mal wieder auftauchen. Oder Galena! Damit ich weiß, was hier so gerade abgeht und was sie im Schilde führen, im Mini-Schildi. Ja, wir kommen einfach nur zum Dappen. Alles klar. Junge, hat dir niemand gesagt, dass du mal langsam machen sollst? Bro, Mose Cardo! Junge, ich rette dich zur Seite, Alter. Bam, 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 bam! Der City-Hunter, der ist so cool, Junge. Komm ran! Jetzt sei ich aggressiv. Egal, jetzt sei ich aggressiv, Junge. Bam, bam, bam! Komm ran, Junge, was ist los? Wie der sich auflädt, wie cool. BD! Gönn dir erstmal zwei Raketen in deinen Rachen, Junge. BAM! Der ist richtig cool, ey. Das ist unglaublich, wie geil die den gemacht haben. Komm, komm. Junge, ich hab gesagt, du sollst kommen und nicht sowas abziehen. Oh. Oh nein, ich hab keine. Zack! Natürlich trifft mich das, ne? Junge. Ja, droh, Monster Cardo, sag ich dazu nur, Alter. Raus mit dir. Ey, ich bin. Der City hat das geil. Wenn ich. Ey, ich werde ihn auf jeden Fall oft spielen. Ich werde den oft spielen, wenn wir so kämpfen oder so. Ich finde den übertrieben geil gemacht, so vom. Von seinem Set. Ich habe von dem gar nichts erwartet und dann als ich mit ihm zum ersten Mal gekämpft habe, wie cool er war. Wie cool er einfach war. Ryo Saeba. Und Yami ist natürlich auch cool, aber mit Yami tue ich irgendwas machen, legit. Irgendwas spammen oder so. Und hauptsächlich krieg ich dann Slifer beschworen.
Ey, aber City Hunter, der ist richtig cool gemacht. Bam, 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 wie das auch auflädt, der steht einfach so da. Zack. City Hunter, vielleicht. Vielleicht sollte man dem auch mal geben. Anime, warum nicht? Aber jetzt sagt der Mann drin. Erstmal Hoho. Hoho! Jojo. So! Ah ja, das war's schon. Wir machen den Konfight, let's go. Oh, Paris. Oh, Paris Saint-Germain. Je m'appelle Angel Di Maria. Jouer au Paris Saint-Germain. Et ça. Exit. Nein! Wieso geht man da gleich rein? Wieso muss ich erst mal nicht akzeptieren, ist das dein Team? Ja oder nein? Ich wollte den nicht. Ich wollte ihn nicht. Ich wollte natürlich den City Hunter. Jetzt habe ich den so gehypt. Jetzt darf ich mit dem nicht mal spielen. Genau das. Oh Mann, echt, bitte. Bitte lassen Sie das. Bitte lassen Sie es. Oh. Kämpf, kämpf, was ist das? Nicht schützen, kämpfen. Junge, mit Ayami bin ich so aggressiv unterwegs. Es tut mir einfach nur leid, aber der ist brutal einfach. Ne, Mädchen meine ich. Oh, die da, Sembo und Fuck wieder. Bro! Monster Cardo! Junge, das sind die Kombos! Oh mein Gott! Ja, oh, Adida. Es tut mir gerade echt leid, als ich so schrei. Aber ich spüre diesen Charakter einfach. Das ist einfach. Oh, Tem, der Pharao! Wo bist du? Hä? Mada, Mada, Itai! Zack, was ist jetzt los? Erstmal die Fresse, komm! Oder Mädel. Oh mein Gott. Komm. Greif mich an. Ist da runtergegangen, ne? Ich sehe! Der schlägt vor den Himmelsdrachen! Oh mein Gott, sorry, ohne Spaß. Komm doch. Was? Los. Ey, oh mein Gott, die haben Ayami so geil gemacht. Ey, ich sehe schon, komm, wenn wir Community Fights machen, ich tick komplett aus mit dem. Der sagt auch noch, Dro! Die eine Szene mit Dro, Monster Cardo, Dro, bam, der hat den umgebracht, den armen kleinen Jungen. Der wollte den einfach nur umbringen. Ey, es war so geil, ohne Spaß, die haben mich. oh Mann. Naja, jetzt muss ich ein bisschen beruhigen. Ich glaube, das war ein bisschen anstrengend gerade auch für euch. Oder nervig, sorry dafür. Aber, wenn ihr dem Ganzen noch zuhören könnt, dann höret her, meine lieben Damen und Herren. Höret her. Grrr. Es geht weiter. Weiter. Wir sind. Dieser Light, der geht mir so auf den Zeiger. Du bist also Naruto Uzumaki, ich habe gehört, du wärst ein großer Anführer. Ein großer Anführer? Das klingt gut. Leider, dieser Typ ist ein absoluter Schwächling, lol. Ich habe außerdem gehört, dass Team Gammas Spezialität Spionage sein soll. Da hast du dich nicht verhört. Dafür sind wir Ninja wie geschaffen. Wunderbar. Dann möchte ich als Anführer vom Team Gamma um etwas bitten. Was willst du, du Knabe? Was ist das? Wenn du irgendetwas von einem Mädchen namens Misa Amane hörst, möchtest du sofort wissen. Misa Amane? Deine Freundin oder was? Ja, nachdem unsere Welten miteinander verbunden wurden, habe ich sie aus den Augen verloren. Oh, deine Freundin. Verstehe, kein Problem, ich werde daran denken. Oder noch besser, Kakashi soll sich drum kümmern. Ich bin für die Front geschaffen, nicht so für das Spionieren. Danke, das heißt zu schätzen. Für einen Kollegen aus der Jump Force tue ich das gerne. Ziel an, Junge. Okay, ich renne nur über die Sache. Danke.
Ey, Light, komm du, Junge, lauf du nur über meinem Weg, Junge. Digga, ich sag's dir. Ja. Misa. Natürlich, nach allem, was. Ich muss ja auch sagen, ob ihr Death Note auch seine Kraft verloren hat. Ah, jetzt verstehe ich. Wenn auch nur die Lebenshoffnung darauf besteht, die Kräfte des Death Note wiederzustellen, werde ich alles tun. Ach so, du hast deine Death Note Kräfte nicht, ja, du kleiner Dackel. Aber auf Gatsche, man. Ich spioniere dich, Junge. Ich hab dich immer in den Augen, ich sag's dir. Ja. Überleg mal, der hat wieder seine Kräfte wieder und dann GG. Osa, du, ciao. Ich muss doch sammeln! Ich kann einfach nicht ciao sagen. Ey! Ah, Oma! Mo Heki na no ka? Guck mal, Sanji, wie der guckt. Ojo-san. Okarada no ho wa. Hai. Mo Heki desu. Tada watashi, minasan ni tasukerareta izen no koto o wasurete shimatte ite. Namae igai. Immer diese Lobby-Musik. Nante namae da? Watashi wa Angela to imasu. Angela! Suteki na namae da! Ore wa Monkey D. Luffy. Ah, ich bin unser Angela. Und niemand fragt nach mir. Angela, hallo. Okay, gerne. Ja. Angela, hallo. Ich hab dich zwar befreit, aber okay. Damit kann ich. Ich muss wohl leben. Das ist wegen meinem Pickel, Angela. Das ist wegen meinem Pickel oder was? Okay. Weiter geht's sofort mal, Werdo. Und so. Ah, wir müssen weitere Mission machen oder was? Man kennt's. Oh, Alice, immer jedes Mal bist du hier, wenn ich mich hier teleportiere. Das stimmt doch was, Alice. Stehst du auf mich oder was? Mit dem Booty! Okay, wir machen mal weiter, let's go. Schlüsselmissionen, so. Oh, Mexiko und Japan! Jo! Ja, wir müssen jetzt weiter einfach uns dappen. GG. Yu-Gi-Oh! Du bist dran. Jetzt mal im Ernst, was für ein brutales Intro. Einfach ein Ohrwurm. Du bist dran. Und dann Zeit für ein... Ey, ganz ehrlich, welche Motivation man damals hat oder wie sehr man eben so verbissen war bei sowas, um sowas richtig gut zu machen. Richtig, also Respekt an die damalige Zeit. Die haben das wirklich gelebt. Das ist ihr müsst überlegen, die haben es ja auf Deutsch quasi nochmal nachgesungen und der hat es richtig gelebt. Oder bei Pokémon Sword oder so, erst Intro. Oder ich habe mich kaputt immer noch Narutos Intro. If you believe it, you can be somebody. You can be somebody. If you believe it. Und dann zicken die einfach. Naruto! Naruto! Believe it! So wie die ticken, das ist so witzig einfach. Was war das? Was war das, Freunde? Ah, das ist sein Grab. Das ist doch sein Grab, legit. Oh. Ich hab gedrückt, Mann, ganz ehrlich. Was soll ich sagen, ganz ehrlich? Ich hab mich geschützt. Aber die hat auch vorneweg schon richtig viel Schaden gemacht, die nette Dame. Das gefällt mir nicht, meine ich sagen. Ja, jedenfalls, Narutos Intro, das allererste. Da hat man das einfach nur angeschaut als Kind. Wegen dem, was war das für ein Intro? If you believe it, you give me some money. Naruto? Naruto! Und an der beste Part. Believe it! Die ist so getickt, wie ich heute tick. Das war damals ein Bäcker, ich habe mich kaputt gelacht jedes Mal beim Aufstehen. So.
Ich habe laute so geile Intros damals. Viele von euch feiern sicherlich auch Chin Chen. Ey, ey, Chin Track. Na, Spaß, aber ja. Und Digimon. Digimon-Intro war auch krank. Das waren Zeiten, ey, ohne Spaß. まだまだ。行くぜ。邪魔だ。まだまだ。行くぜ。光の護風拳。そこだ。行くぜ。そこだ。行くぜ。おお。で。効かないぞ。ラッシュだ。ブラックマッション。ドロップ。そこだ。ここだ。 そこだ。攻撃を決めるぜ。まだまだ。これからだぜ。吹き飛ばすぜ。俺のターン。粉砕するぜ。ブラックマッチャンガール。ブラックバーニング。 Herz der Karten hat mir geholfen zu gewinnen. Ja! Oh mein Gott, Freunde, bevor ich allzu sehr durchdrehe, sollten wir jetzt wieder quasi zu dem Missionsschalter kommen und dann lasst das Ganze dort für diesen Part beenden. Dann machen wir weiter im nächsten Part. Aber ihr seht, das Yugi macht übertrieben viel Spaß. Ich weiß, ob es nur an mir liegt, aber ich an sich feiere ich den Charakter, also Yugi nicht den Pisser, sondern Yami, um es besser zu sagen, Atem, den Pharao. Also zum Pharao wurde, also der Arc mit dem Staff, mit dem Pharao, mit Mark etc. Das war eine der besten Staffeln, die ich je gesehen habe damals. So als Kind natürlich mit dem Nostalgiebonus, aber das war so geil mit Atem, dem Pharao. Jetzt denke ich einfach aus, dass ich mit Yami spielen kann, weil ich habe legit bis heute nie so ein Spiel gehabt, in dem ich Yami nehmen konnte und mich mit ihm dappen konnte. Deswegen finde ich das so geil, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend dennoch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.